Und die Unterstützer von Alexander Van der Bellen, die feiern bereits seit Stunden den Wahlsieg. Matthias Westhoff ist den ganzen Tag schon bei der Wahlparty in den Wiener Sophiensälen dabei und berichtet jetzt von einer Stimmung zwischen großer Nervosität zuerst und dann nahezu grenzenlosem Jubel. Bei der Wahlparty von Alexander Van der Bellen ist man auf alles vorbereitet, zumindest hinter der Bar. Was gibt es denn bei Ihnen für alkoholische Getränke? Bier und Wein. Und wo wird mehr getrunken, Sieg oder Niederlage? Bei Niederlage und schneller. Die Minuten vor der ersten Hochrechnung sind für so manchen Unterstützer fast unerträglich. Wie groß ist denn die Nervosität? Die steigt von Minute zu Minute. Und wie überbrücken Sie die Wartezeit? Das sehen Sie ja. Das geht nicht. Mit einem Achtel. Das geht nicht anders. Kurz nach 17 Uhr ist es nahezu still, doch als die ersten Gemeindeergebnisse Zugewinne zeigen, jubeln sie und sie hören nicht mehr auf, erst recht nicht bei der ersten Hochrechnung. Schnell ist klar, Alexander Van der Bellen ist neu gewählter Bundespräsident. Für die Zeit nach der Wahl haben seine Fans konkrete Erwartungen. Ich bin mir sicher, dass er es schaffen wird, dass er die Mehrheit der Österreicher jetzt über die Wahl hinaus mit seinen Ideen und mit seiner Haltung für die Menschen überzeugen kann. Ja. Meine Erwartungen sind, dass er dass die Leute zusammenbringt, dass er als moralische Instanz dann auftritt, wenn etwas schief läuft im Land. Ich hoffe mal, dass er das Amt mit Würde weiterträgt, wie es auch der Heinz Fischer schon gemacht hat. Was sagen die Jungen jetzt zum Wahlsieg von Alexander Van der Bellen? So erleichtert, so froh. Woo! Kaum jemand hier kennt Alexander Van der Bellen so gut wie seine Nichten. Was glauben Sie denn, wie es jetzt dem Alexander Van der Bellen geht? Ja, der wird auch eine Geröllhalde fällt jetzt mal runter. Geröllhalde, Glück, Stolz auf die Österreicherinnen und Österreicher. Ist das jetzt auch ein Wahlsieg für die Grünen? Also ich habe gemeinsam mit Kolleginnen von SPÖ, ÖVP und NEOS für den heutigen Tag gekämpft und ich freue mich heute sehr, dass Österreich eine gute Zukunft nehmen wird. Der Verfassungsrechtler Heinz Meyer hat Van der Bellen offen unterstützt und die Wahlaufhebung durch den Verfassungsgerichtshof inhaltlich scharf kritisiert. Halten Sie es für möglich, dass die Verfassungsrichter ähnlich erleichtert sind wie die Fans hier? Ja, das glaube ich schon. Sie sehen, dass Ihre Entscheidung, die Sie wahrscheinlich damals nicht besser treffen konnten, aus welchem Grund auch immer, keine bösen Folgen hat für das Land. Die ÖVP hat ja Alexander Van der Bellen nicht offen unterstützt, Ferry Mayer hingegen schon. Die ÖVP wird froh sein, dass es eine Klärung gegeben hat mit einem sehr deutlichen Ergebnis. Und kann jetzt die Ärmel aufkrempeln und arbeiten. Das erwartet eigentlich jetzt der Wähler von den beiden Regierungsparteien. Der Wahlsieger Alexander Van der Bellen wird hier um kurz nach 9 Uhr erwartet. Es muss also noch Zeit überbrückt werden. Bleibt die Frage offen. Wird jetzt wirklich weniger getrunken bei einem Wahlsieg? Ja, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ja. Zuerst wollte ich schon heimgehen, aber jetzt gibt es schon ordentlich Gas. Ja. Passt.